Fjodor Dostojewski aus dem Buch Dämonen, veröffentlicht 1873. Wir werden eine Aufruhr ins Werk setzen. Glauben Sie wirklich nicht, dass wir beide dazu völlig ausreichend sind? Nehmen Sie Schigalev und lassen Sie mich in Ruhe. Schigalev ist ein genialer Mensch, wissen Sie? Er ist ein Genie, in der Art von Fourier, aber kühner als Fourier, stärker als Fourier. Ich werde sein System studieren. Er hat die Gleichheit erdacht. Er hat Fieber und redet irre. Es muss ihm etwas ganz Besonderes widerfahren sein, dachte Stavrogin, als er ihn noch einmal musterte. Beide gingen, ohne stehen zu bleiben, weiter. Das ist in seinem Hefte schön, fuhr Wechowski. Er hat der Spionage ihre Stelle angewiesen. Bei ihm beaufsichtigt jedes Mitglied der Gesellschaft jedes andere und ist zur Anzeige verpflichtet. Jeder gehört allen und alle jedem. Alle sind Sklaven und in diesem Sklavenzustande untereinander gleich. In extremen Fällen kommen Verleumdung und Mord zur Anwendung. Aber die Hauptsache ist die Gleichheit. Das Erste, was geschehen wird, ist, dass sich das Niveau der Bildung, der Wissenschaften und der Talente senken wird. Ein hohes Niveau der Wissenschaften und der Talente ist nur Höherbegabten erreichbar. Aber wir brauchen keine Höherbegabten. Die Höherbegabten haben immer die Macht an sich gerissen und sind Despoten gewesen. Die Höherbegabten müssen notwendigerweise Despoten sein und haben immer mehr zu Demoralisation beigetragen als Nutzen gebracht. Die werden vertrieben oder hingerichtet. Einem Cicero wird die Zunge abgeschnitten. Einem Kopernikus werden die Augen ausgestochen. Ein Shakespeare wird gesteinigt. Da haben sie den Schigalevismus. Sklaven müssen gleich sein. Ohne Despotismus hat es noch nie weder Freiheit noch Gleichheit gegeben. Aber in einer Herde muss Gleichheit herrschen. Und das ist der Schigalevismus. Haha, kommt Ihnen das sonderbar vor? Ich bin für den Schigalevismus. Stavrogin suchte seinen Schritt zu beschleunigen und möglichst bald nach Hause zu gelangen. Es ging ihm der Gedanke durch den Kopf, wenn dieser Mensch betrunken ist, wo hat er denn Gelegenheit gehabt, sich zu betrinken? Sollte es wirklich der Cognac gewesen sein? Hören Sie, Stavrogin, Berge zu planieren. Das ist ein schöner, keineswegs lächerlicher Gedanke. Ich bin für Schigalev. Wir brauchen keine Bildung, wir haben genug Wissenschaft. Auch ohne Wissenschaft reicht das Material für 1000 Jahre aus. Was eingeführt werden muss, das ist der Gehorsam. In der Welt mangelt es nur an einem Gehorsam. Der Durst nach Bildung ist schon ein aristokratischer Durst. Kaum sind Familie oder Liebe da, so regt sich auch das Verlangen nach Eigentum. Wir werden dieses Verlangen ertöten. Wir werden die Trunksucht, die Klatscherei, das Denunziantentum befördern. Wir werden eine unerhörte Demoralisation hervorrufen. Wir werden jedes Genie im Säuglingsalter ersticken. Alles wird unter einen Nenner gebracht. Vollständige Gleichheit geschaffen werden. Wir haben ein Handwerk gelernt
und wir sind ehrliche Leute. Weiter brauchen wir nichts. Das war vor kurzem die Antwort englischer Arbeiter. Nur das Notwendige ist notwendig. Das wird von nun an der Wahlspruch des Erdballs sein. Aber es ist auch eine Art von Krampf nötig, dafür werden wir die Leiter sorgen. Sklaven müssen Leiter haben. Voller Gehorsam, vollständiger Verlust der eigenen Persönlichkeit. Aber alle 30 Jahre einmal gestattet Schigalev auch einen Krampf. Und dann fangen auf einmal alle an, aneinander bis zu einem gewissen Grade aufzufressen, einzig und allein, damit es nicht langweilig wird. Die Langeweile ist eine aristokratische Empfindung. Im Schigalevismus wird es kein Verlangen geben. Verlangen und Streben für uns, aber für die Sklaven der Schigalevismus. Sich selbst schließen sie aus? Sagte Stavrogin wieder unwillkürlich. Mich und Sie, wissen Sie, ich hatte daran gedacht, die Welt dem Papste zu übergeben, mag er zu Fuß und barfuß herauskommen und sich dem Pöbel zu zeigen. Seht, wohin man mich gebracht hat. Und alle werden hinter ihm herfluten, sogar die Heere. Der Papst oben, wir um ihn herum und unter uns die schigalevische Masse. Erforderlich ist nun, dass die Internationale sich mit dem Papste verständigt. Und das wird auch geschehen. Der alte Herr wird sich augenblicklich einverstanden erklären. Es wird ihm auch gar nichts anderes übrig bleiben. Denken Sie an das, was ich Ihnen vorher sage. Haha, ist das dumm? Sagen Sie, ist das dumm oder nicht?